Willkommen bei Fox Toybox. Ich habe euch heute wieder was Interessantes mitgebracht und zwar von der Masters of the Universe Origins Serie aus der WF3 She-Ra Princess of Power. Wie wir sehen können, ist das eine europäische Version. Das heißt, es ist kein Untertitel unter den Namen und auch kein New 4. Schauen wir uns das Ganze an. Das klassische Masters of the Universe Logo mit den roten explodierenden Steinen. Ja, Comic Inclusive. Und da haben wir She-Ra schon in ihrem klassischen Design. Ja. Schauen wir uns die Rückseite an. Hier sehen wir She-Ra. Ich würde sagen, in den Raspberry Woods. Wir haben Hordak hier. Wir haben Moskitor. Wir haben Horde-Trooper hier. Hier oben versteckt sich Loki. Ja, das ist auf jeden Fall ein Hinweis auf viele Figuren, die wir wahrscheinlich irgendwann mal sehen werden. So, und hier haben wir jetzt die Figuren. He-Man und Skeletor sind dauerhaft erhältlich. She-Ra, Roboto, Zodek und Merman, die sind jetzt aus der aktuellen dritten Wave. Auf den Bildern sehen wir, dass man She-Ra eine Tirara aufsetzen kann und halt, dass sie verschiedene Bewegungspunkte haben. Ja, dann machen wir die She-Ra mal auf. Und schauen nach, was die Princess of Power so alles so kann. So, hier haben wir jetzt She-Ra, die Prinzessin der Macht, ausgepackt. Schauen wir uns das mal genau an. Sehr schönes Design, basiert auf der Vintage-Figur. Nur, dass sie halt kein echtes Haar hat, sondern ja, modelliertes. Das ist auch die erste normale Figur. Also es gab schon eine Exclusive, und zwar in den He-Man Prinz Adam Doppelpack. Da war die Weste von Adam aus Stoff. Das ist die erste Figur halt aus der regulären Line, die halt Stoff hinten für den Mann hat und halt hier für das Röckchen. Bevor wir zum Zubehör kommen, ihr liegt genau wie bei den anderen Figuren aus der Wave das Mini-Comic bei, wo keine Sprechblasen drin sind und wie immer die aktuellen Figuren beworben werden. Wenn man Sprechblasen haben will, wie immer die US-Version. Gut, kommen wir zum Zubehör. Als erstes haben wir jetzt erstmal hier die Tirara. Kann man abnehmen. Die hat auch so einen Glitzersticker oben drauf, genau wie die Vintage-Version auch. Und man kann sie ihr aufsetzen. Entweder macht man das so, oder man dreht es hier um und macht es so. Das konnte die Vintage Line auch schon. Ja. Wie ich schon gerade gesagt hatte, das Haar ist gesculptet, also modelliert, wodurch die Bewegungsfähigkeit halt sehr eingeschränkt ist. Um den Umhang und das ganze andere Zeug abzubekommen, muss man ihr den Kopf abmachen und die Arme. Da sieht man's. Ich will es jetzt erstmal nicht weiter aufmachen, weil ich habe irgendwie auch ein bisschen Angst, dass ich es nicht wieder zusammenkriege.
Man sieht ja schon, dass ich hier jetzt schon damit am Rumkämpfen bin. Also wollen wir es auch nicht übertreiben. Aber man sieht, man könnte das abmachen, wenn man es wollte. Ja, der Gürtel ist separat. Kann man auch abmachen. Oder in dem Fall hat eigentlich muss der abzumachen sein. Ja, aber er will nicht. Okay, dann will er es bei der Figur nicht. Oder ich bin gerade zu unfähig dazu. Ja. Muss man auch nicht. Aber ansonsten sehr schön moduliert. Die Arme hat er auch, hat sie von Tila, somit auch von Evelyn. Die Beine und die Schuhe sind in dem Sinne neu. Hier haben sie auch die hässlichen Frauenbeine bei, das heißt die ohne Knie. Dann hat sie noch ihr Schild. Das kann man ihr dank des Griffes so in die Hand geben. Und ihr Zauberschwert. Ähnlich designt wie das von Hiemen. Nur sehr viel schmaler und halt mit den blauen Edelsteinen drin. Ja, die Bewegungspunkte sind ja bei denen jetzt mittlerweile bekannt. Wie wir gerade gesehen haben, den Kopf kann man halt durch die Haare schwerer bewegen, aber man sieht, es geht. Da sind die Haare flexibel genug. Die Arme kann man nach vorne, nach hinten, zur Seite. Sie hat Ellbogengelenke, Handgelenke, Hüftgelenk. Und kann die Beine nach außen machen, genau wie alle anderen auch. Vorwärts, zurück. Hier hat sie Gelenke in den Knien. Die Schuhe sind auch. Die hat jetzt nicht wie... doch, hat sie doch. Lügen gestraft. Den Schuh kann man so abmachen und hat dann die Möglichkeit, von den anderen weiblichen Charakteren einen anderen Schuh dran zu machen. Und durch die vielen Gelenke, wie auch bei den anderen, kann man sehr gut posen. Wie man sieht, das Schwert ist hier sehr locker drin. Aber soweit eine solide Figur. Leider habe ich keine Vintage-Figur, deswegen kann ich keinen Vergleich starten. Darum kann ich jetzt nur sagen, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, liken, kommentieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Neues aus Fox Toybox.